Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Infamous Festival of Blood. Hör zu, Mann. Das Stachelkreuz ist wie eine Art Schatz für die Vampire. Weißt du, wo sie so etwas Wertvolles verstecken würden? Keine Ahnung. Vielleicht in dem Raum, in dem sie Bloody Marys Leiche hatten. Ich sehe mal nach. Sehr gut. Wir treffen uns bei der Kathedrale. Wir laufen deinen Weg nochmal ab. Okay. Ja, danke für das Angebot, aber ich habe alles unter Kontrolle. Yeah. Hab dich. Es ist zu gefährlich, Sieg. Ich erledige das lieber allein. Wenn du meinst. Noch dran und ich bekomme eine Trophäe. Hier scheint irgendwo wieder so eine zu sein. Da haben wir gleich zwei, oder? Nee, noch zwei. Ich frag mich nur, wo die grüne Mission hingegangen ist. Egal. Na da. Noch ein bisschen fehlen hier. Ich habe schon ein paar Fähigkeiten bekommen und ein paar Trophäen fürs Beißen. Warte mal, hier ist noch was. Warte mal. Was ist hier? Der da. Ansonsten mache ich keine Erstgeborenen mehr platt, weil ich habe 20 von 20. Also, hier ist ein Pfeil. Sehe ich geradeaus. Wer will Rache? So. Oha. Willst du Schläge? Ich hoffe übrigens, dass jetzt die Qualität besser ist. Also ich muss so lange nach da laufen, bis ich gefunden habe, was ich wollte. Hoffe ich zumindest. Fuck. Ich find's nicht. Hier ist kein Saft drauf. Egal. Ich wüsste zu gern, wo diese scheiß Leeren sind von dieser Mary, weil ich bekomme eine Fähigkeit, wenn ich es finde. Nur das Lustige ist, ich weiß nicht, wo es diese scheiß Leeren sind. Könnte ich eigentlich jetzt die ganze... Oh, leck mich! Da hinten ist wieder was. Au! Das heißt auf jeden Fall, ich bin richtig. Wo bist du? Scheiße. Nein! Wie komme ich denn da jetzt drauf? Denn da oben ist es.
Ah, die Beine. Wuhu! Da. Na toll, war das etwa alles? Ah, Bastard, stirb! So, jetzt kriege ich dafür leider nichts mehr. Weder eine Fähigkeit noch eine Trophäe. Fürs Beißen kriege ich leider auch nichts mehr. Erst hier! Yeah! So, stirb. Noch eine. Nee, Erstgeborenen sind mir jetzt egal. So, wir sind schon ziemlich lang unterwegs. Wird Zeit, dass wir die Mission jetzt endlich machen. Das mit den Wolfs... Ach, Wolfsrudel, sag ich schon. Mit diesen Rudeln und... Moment mal, ist hier irgendwas? Da. Dann gehe ich mal da hoch und gucke. Ah, endlich. Ich dachte, ich komme da irgendwie gar nicht mehr hoch. So. Alter, wie hoch geht's noch? Ah. Ja? Ich kenne viele Geistliche, doch heute habe ich einen in einem Waisenhaus getroffen, der anders war. Obwohl ich viele seiner kleinen Schäfchen ausgetrunken hatte, war er nicht wütend. Er sagte, dass es Hoffnung gäbe, dass, sollte ich Buße tun, die Tür zum Paradies noch offen wäre. Ich erklärte ihm, dass das Jenseits für eine Unsterbliche wie mich ziemlich wertlos ist, da man ja sterben muss, um dorthin zu gelangen. Leider wird sich auch seine Reise schön für dich. Okay, Sieg, ich bin auf dem Weg in den Raum, wo Mary lag. Such du über der Erde nach dem Kreuz, okay? Klar, Mann. Kein Problem. Ich helfe doch gerne. Wäre nur schön, ich könnte dir öfter helfen. Und du stirbst! Ich weiß, dass du einer bist. Jetzt weiß ich auch wenigstens, wie ich die erkenne und so. Aber das ist jetzt eh egal, denn ich brauche die ja nicht mehr. Ich habe ja die Fähigkeit, die ich wollte. Ich muss in die Katakomben rein. Na super. Ich hoffe nur, dass ich diese Krüge auch irgendwie gut finde. Weißt du was? Ich bin richtig neidisch, dass du ein Vampir bist. Kann sich in einen Schwarm Fledermäuse verwandeln und so. Das ist ziemlich cool. Ja, ich kann blitzschnell eine Riesenmenge Insekten fressen. Es ist super. Sie machen sicher einen Comic über mich. Klar! Sie werden... Oh Mann! Mein Vampirsinn meldet sich. Wie krass. Da ist eine Lücke in der Wand. Ist die wirklich da? Das sind die Vampire. Sie können Leute hypnotisieren, damit sie Dinge sehen, die gar nicht da sind. Sogar Wände. Da hinten ist aber noch was, das will ich mir näher ansehen. Feuerbomben?
Hey, sie haben eine Art Aufzug gebaut mit einem Propantank darin. Auf der Seite von dem Ding steht weißer Phosphor. Was immer du machst, schieß auf keinen Fall auf den Tank. Okay, okay. Ich lege nur den Motoralarm. Die lebenden Toten sind echt irre. Weißer Phosphor geht sofort in die Luft. Gib dir ehrlich, also ich habe eine Schledermaus gehört. Abgefahren. Irgendwie. Die versteckten Türen. Alter, komm da runter, Vampir-Lady. Stolperdrahtrakete. Nein. Und 100 für eine Trophäe. Und tschüss. Da war aber noch was. Hier irgendwo war doch was da. Feuerbomben. Da oben. Irgendwas ist da oben. Aha. Habe noch einen Phosphortank gefunden. Und es ist ein Zünder dran. Eine Art Aufzug an die Oberfläche. Mach den Motor platt, Mann. Hab ich. Weißt du was? Ich glaube, die Reißzähne wollen mit dem Phosphor die ganze Stadt abfackeln. Breit angelegte Brandstiftung, die keiner stoppen könnte. Als Rache dafür, dass sie damals Vladimir verbrannt haben. Ja, super. Ah, macht Sinn. Und die Vampire wären sicher unter der Erde, während oben alle gegrillt werden. Oh, diese Mary. Mit der ist nicht zu spaßen. Ja, das habe ich gemerkt, als sie mir in den Hals gebissen hat. Ja, super. Runter. Jetzt hier, ha? Huh? Ah, zeigt mir das nur die Eingänge? Das ist nicht gut. So, kommt her. Komm her! Scheiß Vampir! So. Da ist Elektrizität, schnell aufladen. Doch! Doch! Na komm, ja. Wow, geil. Hier ist noch ein roter. Da ist noch ein roter. Da ist noch einer. Ja, die bleiben ja leben. Sterben mir erst, wenn ich sie einen Gnadenstoß versetze. Hallo? Gibt's? Geht doch!
Ah, da unten. Noch einer weniger. Weißt du, ich glaube kaum, dass sie noch mehr brauchen. Weißer Phosphor ist echt übel. Aber da hinten ist noch was. Sehe ich doch. Ach, hätte ich doch den Vampirsinn nicht, ne? Hier ist noch mehr. Und sowas wie ein eiserner Schlüssel. Na, mach zuerst den Motor platt. Vielleicht passt der Schlüssel in die alte Eisentür am Ostende des Tunnels. Hey, das könnte Marys Gruft sein. Sieg, ich habe doch gesagt, dass es zu gefährlich ist, hier runterzukommen. Ach komm schon, ich musste mich hier doch umsehen. Geht ja schließlich um das Leben meines Kumpels. Ist der jetzt hier auch runter, oder was? Keine gute Idee, Mann. Guck mal hier, Fledermäuse überall. Haha. Vampire. Runter. Stirb. So. Ach da, okay. Ich sehe nix, aber es ist mir egal. Okay. Hier rein, hä? Huh? Ah, welcome to the danger zone. Viel Spaß. So, Sesam, öffne dich. Wen haben wir denn hier? Ja, hier ist es. Genau hier wurde ich gebissen. Dann zieh dich um. Wer weiß, vielleicht haben sie das Kreuz da irgendwo versteckt. Wenn ich hier gebissen wurde, habe ich kein schlechtes Zeichen. Ist das kein schlechtes Zeichen? Ich meine, ist das nichts gut? Ach, das ist Marys Koffer. Oh, oh. Sachen in Marys Koffer erzählen ihre Geschichte. Als Gouvernante hat sie Kinder betreut. Leider wurde sie von einem mit Pocken angesteckt. Sie war fast tot, als ein geheimer Verehrer beschloss, dass sie zu schön zum Sterben sei. Als neugeborener Vampir wich Mary nicht von Marcos Seite. Sie tranken sich ihren Weg durch Europa und hatten Angst vor gar nichts. Es war so, dass der Priester, der an Marys Sterbebett wachte, sie nie aufgegeben hatte. Erledigte er ihren Schöpfer, sollte sie wieder menschlich werden. Aber er wusste nicht, dass das nur in der allerersten Nacht funktioniert. Und Marcos Tod weckte Marys Wut. Daraufhin erfuhr Vater Ignatius, wie schrecklich diese Monster wirklich sind. Der arme Kerl floh und war Mary in den nächsten 37 Jahren immer einen Schritt voraus. Doch am Rand der neuen Welt, in New Marais, holte sie ihn schließlich ein. Er konnte nicht mehr fliehen und musste schnell handeln. Ignatius versammelte die Menschen und griff an. Naja, der Rest ist bekannt. Jo, stimmt. Kein Stachelkreuz. Nur ein Haufen von Marys Krempel. Oh, ich weiß, wo das Kreuz ist. Hab gerade einen riesigen Blutsauger damit gesehen.
Er zieht hier seine Kreise. Sei vorsichtig, Mann. Das riecht schwer nach einer Falle. Super. Na, ich habe keine Wahl. Ich brauche das verdammte Kreuz. Das wissen sie. Kommen sie! Ja. Oh, da ist jemand gefangen. Soll ich den retten? Alter. Das war ein Vampirrudel. Und Trophäe. Ja, aber wie soll ich euch befreien? Ach, sorry, aber ihr seid des Todes. Geht's hier vielleicht irgendwo raus? Irgendwo. Nein. Fuck. Unten wahrscheinlich. Ich muss mich auf jeden Fall mal auf den Weg machen, die ganzen Lehren und so zu sammeln und vielleicht auch alle Fähigkeiten. Dann mache ich weiter. Kann also noch ein bisschen dauern. Also ihr werdet auf jeden Fall im nächsten Part schon sehen, dass ich alle Fähigkeiten habe. Sammelt sich ja eigentlich leicht, aber ich will hier erstmal raus. Da ist noch was. Die wollen mich nicht gehen lassen. Monster! Ich bin kein Monster. Ich kann die Dinger auch nicht öffnen. Das heißt, keine Mini-Mission. Naja, aber der Part ist auch schon lang genug und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zwinita.